Das erste Thema heute Nachmittag ist Beten, aber wie? Oder das, was die Jünger gefragt haben, Herr, lehre uns beten. Man sagt manchmal so ein bisschen plump, oder ich habe das schon oft gehört, ja, beten ist einfach, ja, rede mit Gott. Aber wir merken schon, das ist gar nicht immer so einfach. Einfach so reden mit Gott. Und Gottes Wort gibt uns da auch Anweisung, wie wir beten können und wie wir beten sollen. Und Gebet ist ein Thema, wenn wir da mal anfangen, in der Bibel zu schauen, was wir über Gebet finden, das hört fast nicht auf. Das fängt fast bei der ersten Seite an, bis zur letzten Seite. Da finden wir so viel, und Sven hat das so schön gesagt, er hat gesagt, das ist so wie ein Tropfen eines Ozeans. Gott hat uns da so viele Dinge gegeben, und wir werden heute auch nicht über all das reden können oder alles anschauen können, und ich möchte mich da auch wirklich führen lassen, was dran ist, und jetzt nicht einfach jede Bibelstelle da raushauen, wo es ums Gebet geht, aber das ein bisschen anschauen, hey, wie sollen wir dann beten? Und wie hat uns dann Jesus das, oder wie hat das Jesus seinen Jüngern gezeigt? Und was können wir daraus lernen? Oder was können wir daraus nehmen? Und wir sehen das in dem Leben auch von Jesus, dass Jesus immer wieder im Gebet war. Wir lesen von Jesus, dass er eine ganze Nacht im Gebet war. Wir lesen auch von den Aposteln oder von den Jüngern, nicht nur von den Aposteln, auch von den Jüngern. In Apostelgeschichte 12,5 lesen wir das, dass sie die Nacht gebetet haben, als Petrus zum Beispiel im Gefängnis war. Und waren inständig im Gebet. Und von der ersten Gemeinde lesen wir in Apostelgeschichte 1, dass sie beständig im Gebet waren. Und auch Apostelgeschichte 2, als sie den Heiligen Geist bekamen. Auch da steht, dass sie im Gebet blieben, in der Lehre der Apostel, und sie blieben in den Gebeten. Und das zeigt uns, wie wichtig das Gebet ist. Und ich glaube, jeder von uns hier in diesem Raum kann da was lernen. Ich glaube, keiner von uns ist da, ich bin jetzt der Super, der Beter und bete so, wie das da drin steht und kann ganze Nächte im Gebet bleiben. Ich glaube, die wenigsten von uns, und ich weiß nicht, wer von euch zuletzt eine Nacht im Gebet verbracht hat zum Beispiel. Oder ein paar Stunden inständig vor Gott. Ich glaube, es tut wirklich Not. Ich glaube, da haben wir alle Nachholbedarf. Wir werden auch noch sehen, im zweiten Teil dann, warum auch Gebet so, so wichtig ist für unser geistliches Leben. Wir möchten die Stelle lesen aus Lukas 11, Kapitel 11. Verse 1 bis 4. Da heißt es, und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, also Jesus. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Herr, lehre uns beten. Die Jünger wussten, dass Gebet eben nicht einfach etwas ist, was man einfach so kann. Sie haben gemerkt, dass Gebet etwas ist, was man lernen muss. Und Jesus sagt ihnen, da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dieses Vaterunser, ich glaube, das kennt jeder, auch das kennen auch die meisten, die nicht gläubig sind, kennen dieses Vaterunser. Das wird in so vielen Gemeinden, ich komme auch aus einer Gemeinde, da wird das jedes Mal nach dem Gottesdienst gebetet. Und es gibt Gemeinden, da wird das auch jedes Mal gebetet. Und es gibt Familien, da wird dieses Gebet immer wieder gebetet. Weil Jesus das gelehrt hat, betet man es.
Aber dieses Gebet ist auch bei vielen einfach so eine Floskel geworden. Man betet einfach mal so, Vater unser, wenn du bist im Himmel geheiligt werden. Dann man betet es einfach so runter, man rattert es runter. Ich glaube nicht, dass Jesus das damit gemeint hat. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus damit sagen wollte, betet nur so mit diesen Worten. Jesus ging es um viel, viel mehr als um einfach nur dieses Gebet, dass wir das einfach runterraten und ein Gebet haben, das wir auswendig können und das wir immer wieder beten können. Ich sage nicht, es ist schlecht, dieses Gebet zu beten. Stellt mich nicht falsch, wir dürfen das beten. Aber ich glaube, da steht viel, viel mehr dahinter, als einfach nur diese Worte, die wir jetzt so da lesen. Jesus fängt an, indem er sagt, unser Vater, der du bist im Himmel, oder unser Vater im Himmel. Und das zeigt uns, oder hat auch den Jüngern gezeigt, dass wir mit dem Vater im Himmel reden. Dass er unser Vater ist, wenn wir denn seine Kinder sind. Das ist die Frage. Wenn wir seine Kinder sind, ist er auch unser Vater. Kinder sind die von Neuem geboren sind. Aus Wasser und Geist, die den Willen des Vaters tun. Und Jesus zeigt hier, dass wir zum Vater kommen können. Eigentlich mega wunderbar und wunderschön. Wir können zu einem Vater kommen. Wir können zu unserem Vater kommen. Und das zeigt uns auch, dass Gott diese Beziehung möchte, dass der Vater diese Beziehung mit uns möchte. Und dass Gebet eben auch Beziehung ist. Nicht einfach nur ein Reden, sondern es ist eine Beziehung. Vater und Kind. Wir können zu unserem Vater kommen. Und er ist ein guter Vater. In Lukas 11 sehen wir, wenn wir weiterlesen, bringt Jesus dieses Beispiel und sagt, wir, die wir eigentlich böse sind, unseren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr der Vater im Himmel, seinen Heiligen Geist, denen, die ihn bitten, an einer anderen Stelle sagt er, denen gute Gaben, die ihn bitten. Und das zeigt, Gott ist ein guter Vater. Er ist unser guter Vater. Und er möchte diese Beziehung mit uns haben. Er möchte diese Vater-Kind-Beziehung mit uns haben. Wir dürfen uns ihm nahen. Wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Gott ist auch ein gerechter und heiliger Vater. Und das ist auch etwas, was interessant ist bei Jesus selber. Wir sehen, wir haben nicht viele Gebete, die uns überliefert sind in der Bibel. Wir haben dieses Vaterunser, das uns überliefert ist, dann haben wir noch einige andere, kürzere Gebete. Dann haben wir zum Beispiel in Johannes 17 das Gebet, das Jesus zum Vater, das ist ein längeres Gebet. Und da sagt Jesus, Vater, heiliger Vater. Jesus nennt seinen Vater heiliger Vater. Und das zeigt uns auch, Gott ist heilig. Er ist ein heiliger Vater. Er ist eben nicht einfach nur der Papa, zu dem ich einfach so mal komme und hey, Papa, wie läuft's? Sondern da ist auch, wir sind nicht auf gleicher Höhe. Wir sind nicht, es ist nicht so, dass ich so zu Gott kommen kann auf dieser Höhe. Natürlich, durch Jesus kann ich Gott so begegnen. Aber es zeigt uns, dass er heilig ist. In 1. Petrus 1, Vers 17 bis 19 schreibt Petrus, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken. Er sagt, ja, wir rufen ihn als Vater an, aber wir machen uns auch bewusst, hey, wir sind nicht einfach erkauft mit irgendwas Weltlichem, Billigem, sondern mit dem Blut, mit dem kostbaren Blut von Jesus. Und dieses Blut bringt uns in diese Stellung. So wie es im Hebräer 4, 16 heißt, wir können uns Gott nahen wegen Jesus. Können wir zum Thron der Gnade kommen? Die Bibel zeigt uns auch, und das ist auch etwas Interessantes, so, wenn wir das anschauen, die Gebete, die wir in der Bibel finden. Wir finden
fast ausschließlich das Gebet zum Vater. Auch in den Briefen. Der Vater wird hauptsächlich angesprochen. Wir finden einige Gebete zu Jesus direkt, aber wir finden keine direkten Gebete zum Heiligen Geist. Das heißt nicht, es ist Sünde, wenn ich jetzt zum Heiligen Geist bete. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich will euch einfach zeigen, die Bibel zeigt uns da auch, dass wir zum Vater kommen sollen. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist oder wie es bei dir ist, in deinen Gebeten. Betest du immer zu Jesus oder vielleicht zum Heiligen Geist oder irgendwie so und nicht so viel zum Vater? Ich glaube, das sollte eher andersrum sein. Wir sollen vor allem zum Vater kommen. Wir kommen zum Vater im Namen von Jesus. Dass wir uns das bewusst werden, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir der Vater. Da, das ist, soll die Adresse sein. Und es ist auch interessant, dass Jesus das genau zu seinen Jüngern sagt. Er sagt, wenn ihr betet, so sprecht unser Vater. Wir dürfen zum Vater kommen. Und für manche ist es vielleicht schwierig, weil sie einen Vater hatten, der nicht wirklich gut war, vielleicht sogar misshandelt wurden oder was auch immer. Und dann ist dieses Vaterbild ist ganz, ganz schwierig für manche, dass sie das halt mit Gott vergleichen. Aber da dürfen wir auch ins Wort schauen und schauen, was ist denn Gott für ein Vater? Und Gott ist ein anderer Vater. Er ist nicht ein Vater, wie wir den kennen. Auch wenn wir gute Väter hatten vielleicht. Aber Gott ist viel, viel besser. Viel, viel gnädiger, viel, viel barmherziger. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wenn ich so zum Vater komme, dass ich mir die Frage stellen muss, ja, wo stehe ich eigentlich in dieser Vater-Kind-Beziehung? Gibt es Dinge, die da zwischen mir und dem Vater sind? Und dass wir kurz innehalten, dass wir nicht einfach drauf losplappern. Jesus sagt, plappert nicht wie die Heiden. Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Wir sollen nicht einfach drauf losreden beim Beten. Und ich muss sagen, es passiert mir oft, dass ich einfach darauf losrede. Aber dies zeigt uns auch, dass wir vielleicht auch kurz mal innehalten und überlegen, mit wem reden wir da eigentlich? Zu wem komme ich eigentlich hier im Gebet? Und dann sagt er, unser Vater, denn du bist im Himmel. Du bist im Himmel. Auch dieses Bewusstsein, dass wir hier auf der Erde eigentlich in feindlichem Territorium sind. Wir befinden uns über den feindlichen Linien, sozusagen. Und wir beten zum Vater, der im Himmel ist. Hier spricht Petrus von der Fremdlingschaft. Wir sind Fremde. Diese Erde ist nicht unsere Heimat. Sie ist nicht unsere Heimat. Und diese Erde wird vergehen, sagt die Bibel. Alle Elemente werden zergehen und es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben, in denen die Gerechtigkeit Gottes wohnt. Das ist nicht unsere Heimat. Und deswegen, das merken wir auch. Denn wir merken das auch, dass das nicht unsere Heimat ist. Umso näher wir sind mit Jesus, umso sehr näher wir sind mit dem Vater, merken wir, dass wir hier nicht zu Hause sind. Und dass dieses Sehnen nach dem Vater größer und größer wird. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und auch hier, geheiligt werde dein Name. Dieses Bewusstsein, es geht um Gottes Sache, es geht um seine Ehre, es geht um seine Anbetung. Es ist Gott, mit dem ich spreche. Heiliger, allmächtiger Schöpfer über Himmel und Erde, der alles geschaffen hat, der Herrscher über allem. Der kann so machen und mein Leben ist vorbei. Der kann so machen und die Erde ist weg. Mit diesem Gott reden wir. Und uns das mal bewusst zu werden, wenn wir anfangen zu beten, mit wem rede ich jetzt eigentlich? Hey, ich rede mit Gott, dem Schöpfer, dem Herrscher des Universums, der allen Sternen den Platz zugewiesen hat. Und ich glaube, dann werden unsere Sorgen auch plötzlich kleiner, weil wir verstehen, hey, für Gott ist es alles keine Sache, kein Problem. Mag für mich vielleicht eine große Sache sein. Aber hey, da ist der Schöpfer im Himmel. Da ist mein Vater im Himmel. Mein Vater, der alles geschaffen hat. Der König, Herrscher über allem. Der ein Wort spricht und die Dinge geschehen so, wie er das möchte. Und zu diesem Vater kann ich kommen.
geheiligt werde dein Name. Es zeigt auch etwas über mich. Es hilft mir auch zu verstehen, wer ich bin. In den Psalmen, Psalm 86, kommt David und sagt, ich bin elend und arm. So fängt er sein Gebet an. Ich bin elend und arm. Er versteht, dass er ohne Gott geistlich arm ist. Wie Jesus sagt in der Bergpredigt, selig die, die geistlich arm sind, denn in das Himmelreich, ja. Selig sind die geistlich arm sind. Diese Armut erkennt David, der große König David. Der große König David demütigt sich und sagt, ich bin arm und ich bin elend. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und lass uns das mal aufschlagen, in diesem Psalm 86. Psalm 86. Hier fängt er an und sagt, neige dein Ohr, o Herr, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Dieses Bewusstsein, ich kann gar nichts tun und nichts bringen. Ich kann nichts bringen. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft. Ich kann ohne dich nicht. Diese Verzweiflung, dieses Flehen. Und dann in Vers 8 kommt er genau mit dem, er heiligt den Namen Gottes, er sagt, dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern. Und nichts gleicht deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinen Namen Ehre geben. Denn du bist groß und tust Wunder, denn du bist Gott allein. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinen Namen Ehre erweisen, auf ewig. Dass ich deinen Namen fürchte. Dass wir uns auch bewusst werden, diese Gottesfurcht, die Bibel zeigt uns, Gottesfurcht, spricht viel über Gottesfurcht. Sprüche 1,7 ist der Anfang aller Erkenntnis, dass ich Gott fürchte. Dass ich verstehe, Gottesfurcht, und das ist der große Unterschied zwischen Angst haben vor Gott und der Furcht, dieser Ehrerbietung vor Gott. Die Angst treibt mich von Gott weg. Ich flüchte vor ihm. Die Gottesfurcht treibt mich in seine Gegenwart mit all meinen Schwierigkeiten und Problemen und Sünden, weil ich erkenne, dass nur bei Gott Hilfe ist. Dass ich nirgends anders Hilfe bekomme. Dass ich verloren bin, auf ewig, wenn ich Gott nicht habe. Im 1. Mose 4, Vers 26, 1. Mose 4, Vers 26, da heißt es, als Enoch geboren wurde, fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das ist übrigens das erste Mal, dass Gebet so erwähnt wird. Da fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Der Mensch hat verstanden, die Geschöpfe haben verstanden, ohne den Schöpfer sind wir verloren. Wir brauchen diesen Schöpfer. Wir brauchen diese Beziehung zu unserem Schöpfer. Und das ist auch etwas, was ein Teil von Gebet, dieses Anrufen Gottes, zu Gott zu rufen. Wie wir hier in diesem Psalm sehen, wie er zu Gott ruft und sagt, neige dein Ohr zu mir, höre Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft, ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich. Ich bin ein Mensch, ich werde zu Staub, ich brauche deine Gegenwart, ich brauche deine Kraft. Und auch für uns, die im neuen Bund sind, ja, wir haben einen wunderbaren neuen Bund mit Jesus. Wir haben den Heiligen Geist, sein Geist ist hier. Er lebt in uns. Jesus war bei den Jüngern. Jesus lebt jetzt in uns, ist immer in uns, egal wo ich bin, durch den Heiligen Geist. Und das ist eine wunderbare Sache. Aber auch da ist dieses Rufen zu Gott. Herr, fülle mich mit deinem Geist. Ich kann nicht aus mir selber leben. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und das sehen wir auch im Neuen Testament immer wieder, was Paulus schreibt in den Briefen. Werdet voll Geistes.
wandelt im Geist. Weil das Fleisch zu nichts Nütze ist. Weil es uns nur zu Fall bringt. Weil es uns nur von Gott wegtreibt. Weil wir uns nur um uns selber drehen. Und da, um das geht es hier auch. Wenn Jesus sagt, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dieser Name Gottes. Dass wir ihm Ehre bringen. Dass wir als allererstes, wenn wir ins Gebet kommen, natürlich, versteht mich nicht falsch, es geht nicht um eine Formel. Es geht auch nicht darum, dass ich jetzt, jetzt bete ich so, jetzt bete ich das, jetzt bete ich das, jetzt bete ich das. Überhaupt nicht. Aber dass ich verstehe, dass ich auch innehalte und sage, mit wem rede ich jetzt? Hey, Herr, ich will dir zuerst Ehre geben. Ich habe Sorgen auf meinem Herzen. Ja, ich habe Probleme, ich habe Dinge da. Aber jetzt will ich einfach dir mal die Ehre geben. Ich will dir dankbar sein. Sei dankbar in allen Dingen. Einfach diese Dankbarkeit mal ausdrücken. Hey, danke, dass ich überhaupt am Leben bin. Danke, dass ich heute Morgen meine Augen auftun konnte. Danke, dass, ja, ich Kinder habe, dass ich Familie habe, dass ich ein Haus habe und so weiter. All die, es gibt so viele Dinge, wir können dafür danken. Auch wenn wir diese Dinge jetzt nicht haben, aber wir haben andere Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und dass wir da in dieses Bewusstsein kommen, hey, ich rede mit Gott und ich will ihm zuerst Ehre geben, ich will seinen Namen heiligen, ich will ihn anbeten. Er soll angebetet werden. Dieses Bewusstsein, Gott ist zu fürchten. Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist beim Psalm 103. Psalm 103 kennen wahrscheinlich alle. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Die meisten können die ersten Verse auswendig. Aber oft stoppt man dann bei den ersten Versen und man liest den Rest nicht. Oder man kennt oder ist sich des Rests nicht bewusst. Wir können es mal aufschlagen, Psalm 103. Er sagt mindestens an drei Stellen, wenn nicht mehr, ich glaube drei sind es, ja, spricht er von der Gottesfurcht hier. Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, Halleluja, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Auch das, er weiß, er kennt uns ja, er weiß, dass wir Menschen sind, er weiß, dass wir Staub sind. Er weiß, dass wir es zu nichts bringen. Und ihn, wir brauchen ihn. Das weiß er alles. Und dann Vers 17. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Müsst euch einmal achten, wie oft das auch in diesen Gebeten vorkommt. Wie viele Verheißungen das stehen im Zusammenhang mit Gottes Furcht. Es sind mega viele Verheißungen. Die, die ihn fürchten, werden keinen Mangel haben. Psalm 36 oder 34. Die ihn fürchten. Und auch da, dass wir so mit dieser Herzenshaltung vor Gott kommen, vor diesen heiligen, allmächtigen, wunderbaren Vater, der uns angenommen hat, wo wir Zugang haben zu seinem Thron durch das Blut von Jesus, das uns reingewaschen hat. Aber es ist eben nicht billig erkauft, sondern wir sind erkauft durch das Leben von Jesus. Und so dürfen wir uns diesem Gott nahen, so dürfen wir uns diesem Vater nahen und ihn anrufen und zu ihm beten und ihm Ehre geben. Wir sehen auch Apostelgeschichte 4, 24. Das ist ein Gebet, das uns überliefert ist von der Gemeinde. Wie gesagt, wir haben nicht sehr viele direkte Gebete, die uns überliefert sind. Aber da in Apostelgeschichte 4 sehen wir ein Gebet, das die Gemeinde gebetet hat. Ich nehme mal an, das Gebet war wahrscheinlich mehr als das, was da steht. Aber da ist dieses Teil von diesem Gebet überliefert. Und wie fängt dieses Gebet an? Vers 24. Kann mal jemand lesen, Vers 24? Ja, nee, einfach wie fangen die dieses Gebet an?
Herr, Herrscher von Himmel und Erde. Ihm, sie heiligen seinen Namen. Zuerst ihm, sein Name soll Ehre sein. Er ist der Herrscher, er ist der Schöpfer. Und wie oft kommen wir und sagen, oh Herr, hilf da, hilf da, hilf da, hilf da. Oh ja, ich lobe dich und preise dich, auch noch. Oft vergessen wir es. Wir kommen einfach so und fangen an zu beten. Aber auch deswegen, weil wir müssen alle lernen, wie wir beten sollen. Wir brauchen das. Wir müssen es lernen. Herr Jesus, hilf uns. Hilf uns, dass wir beten können. Hilf uns, Herr, auch heute, dass wenn wir beten, dass wir dir Ehre geben, dass wir dich anbeten, dass wir nicht nur mit unseren Dingen kommen, sondern dass wir fragen, was ist dein Wille? Und da sind wir beim nächsten Punkt. Dein Wille geschehe. Ja, nein, dein Reich komme, sagt er zuerst noch. Dein Reich komme. Aber auch das zeigt wieder, du sollst herrschen. Er soll herrschen. Sein Reich soll kommen, nicht mein Reich. Sein Reich soll kommen. Sein Reich soll sich überall manifestieren. Jesus sagt in Lukas 17, 20, kommen die Pharisäer zu ihm und sagen, ja, wo ist denn Gottes Reich? Wo ist denn das Reich? Und Jesus sagt ihnen, das Reich Gottes ist nicht da oder dort oder so, dass du es jetzt anfassen könntest und sagen könntest, es ist da oder es ist da, sondern er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Warum? Weil Jesus mitten unter ihnen stand. Und da, wo wir sind, ist Reich Gottes. Weil der Heilige Geist in uns lebt. Da ist sein Reich angebrochen. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Er dreht sich dann zu seinen Jüngern, es heißt, er wendet sich zu seinen Jüngern und sagt ihnen, es werden Tage kommen, da werden die Menschen sich wünschen, einen Tag des Menschensohns zu sehen. Und sie werden ihn nicht sehen. Es gibt übrigens auch eine Stelle im Alten Testament, wo es heißt, und ich werde einen Hunger nach Brot senden. Und sie werden hier und dort suchen, aber sie werden nichts finden. Es wird eine Zeit kommen, und ich glaube, wir bewegen uns stark und schnell darauf zu, wo die Finsternis Überhand gewinnt. Und für uns Gläubige eine Zeit anbrechen wird, wo wir vielleicht denken, wo ist denn das Reich Gottes hier? Aber die Bibel sagt uns auch, seid getrost, wenn ihr dies alles seht, erhebt eure Häupter, denn das Kommen des Menschensohn ist neu. Und das dürfen wir wissen. Jesus kommt wieder. Und auch wenn die Finsternis zunimmt und wir vielleicht nicht mehr so viel sehen vom Reich Gottes, wie wir uns das gewünscht hätten, aber wir wissen, das Reich Gottes ist in uns. Und Jesus kommt wieder. Aber deswegen auch an uns, lasst uns, solange wir im Licht sind, solange wir das Licht haben, solange wir hier noch wirken können, lasst uns wirken. Das sage ich auch zu mir selber. Lasst uns wirken. Lasst uns nicht denken, ja, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Ja, auch in diesem, ja, es hat auch mit meinem Faulheit zu tun, manchmal, dass wir denken, ja, komm, ist heute nicht, kann ich morgen kann ich dem Nachbarn das Evangelium erklären. Es ist auch noch Zeit. Und es gibt einfach Momente, da ist es einfach vorbei. Ja. Hatte ich auch mal erlebt bei einer älteren Frau. Ich wollte dir was sagen, ich habe es aufs Herz bekommen. Ich habe mit ihr gebetet, aber ich habe ihr das Evangelium nicht erklärt. Ich ging weg, kam eine Woche später wieder zu ihr. Sie war tot. Und ich stand ziemlich schockiert vor dieser Tür. Und habe gedacht, ich habe das so im Herzen gespürt, ich soll mit ihr über das Evangelium reden. Ich weiß, dass Gott nicht abhängig ist von mir, ob sie jetzt sich bekehrt oder nicht. Aber Gott will uns auch Dinge lehren und uns Dinge zeigen. Und es hat mir einfach gezeigt, es gibt ein zu spät. Auch für unser Wirken. Ja, Herr, hilf uns da wirklich, dass wir das sehen, Herr, dass wir auch die Momente sehen, die du uns gibst, diese Gelegenheiten, die du uns gibst, dass wir da nicht schläfrig sind und nicht diese Gelegenheiten verpassen. Dein Reich komme. Diese Sehnsucht, ich glaube auch, dass umso mehr wir in dieser Beziehung sind mit dem Vater, umso mehr wächst auch diese Sehnsucht nach seinem Reich. Diese Sehnsucht, dass Gottes Reich durchbricht.
und dass er wiederkommt. So wie es in Offenbarung 22, 20 heißt, ja, Jesus, komm! Komm, Herr Jesus! Aber wir sagen oft, ah, noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. Ich will noch zuerst das machen, ich will noch das machen, ich will noch das machen. Wie oft habe ich das schon gehört? Mein Bruder hat das auch schon gesagt, zu mir. Früher hat er mal gesagt, so, ja, aber ich will doch noch heiraten. Jetzt ist er verheiratet inzwischen. Aber ja, ich will doch noch heiraten und ich will noch das machen. Aber wie oft ist es doch so? Weil wir diese Sehnsucht viel zu wenig in unserem Herzen haben. Weil wir nicht an diesem Herz sind von Gott, vom Vater. Weil wir uns mit so vielen anderen Dingen beschäftigen, dass unser Herz so gefüllt ist, beschwert ist mit all diesen Gedanken, die uns wegbringen von dem Eigentlichen, von dem Wichtigen, von dem Zentralen. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Und dieses Gebet, das ist auch etwas, was Jesus an einer anderen Stelle, Matthäus, sagt. Er sagt, es fängt im Kämmerlein an. Geht ins Kämmerlein, sagt er. Schließt die Tür hinter euch zu und betet zum Vater, der im Verborgenen ist und der im Verborgenen sieht. Wenn ich nicht im Kämmerlein beten kann, dann wird mein Gebet leer sein, wenn ich mit anderen bete. Das wird genauso leer sein. Weil diese Beziehung fängt an mit mir und meinem Vater in meinem Kämmerlein. Es ist nicht schwierig, aber für manche ist auch das schon schwierig. Es ist nicht schwierig, in Gemeinschaft zu beten. Wenn alle beten oder wenn man so wunderbare Lobpreiser hat wie Sven und man kann beten, man kann laut beten, man kommt da hinein und man freut sich. Aber es ist schwierig, wenn der Alltag ist und man arbeiten geht und man den ganzen Tag beschossen wird mit diesen Dingen aus der Welt und sich dann zurückzuziehen ins Kämmerlein und zu beten. Das ist schwierig. Und da merken wir auch, wie das umkämpft ist. Darüber möchte ich dann später noch was sagen. Aber dieser Kampf, der Teufel weiß genau, dass das das Beste ist, was wir tun können. Und das Gute ist der Feind vom Besten. Und deswegen kommt er genau in diesen Momenten, wo wir beten wollen. Und fängt an, uns Gedanken einzugeben. Fängt an, uns wegzuziehen von diesem Kämmerlein. Von dieser Zeit mit Gott, die wir eigentlich so dringend und nötig brauchen. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Auch dieses Dein Wille geschehe. Es geht um Gottes Sache, es geht um seine Ehre, um seine Anbetung. Es geht um sein Reich, dass sein Reich kommt. Es geht um seinen Willen, nicht um meinen Willen. 1. Johannes 5, Vers 14. 1. Johannes 5, Kapitel 5, Vers 14 und 15. Oh, Jesus, danke. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wir können wissen, zu 100%, wenn ich nach seinem Willen bete, es wird so kommen. Amen. Er wird mir das geben. Und Jesus sagt das auch in Johannes 15, wo er über diese Beziehung spricht. Sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Aber es geht um diese Beziehung, um dieses Verständnis. Im Psalm, ich weiß nicht mehr, was ist es, 36, 34, wo es heißt, habe deine Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Habe ich mich danach schon gefragt, ja, warum? Dann, wenn er mir gibt, was mein Herz begehrt. Wenn ich meine Lust am Herrn habe, dann habe ich keine egoistischen eigenen Gedanken mehr. Dann freue ich mich, dass sein Wille durchspricht, dass sein Reich kommt. Dass das geschieht, was er möchte. Und dann bin ich in dieser Beziehung und dann kann ich auch so mutig und freimütig beten und wissen, das, was ich jetzt bete, das werde ich empfangen, weil es sein Wille ist.
Ich komme aus einer, also ich, oder wir sind in einer Missionsgesellschaft oder Missionsbewegung, die vor 100 Jahren angefangen hat, mit einem Mann namens City Stud. Der City Stud, das war ein, eigentlich ein Sohn eines Multimillionärs in heutigen ja, Verhältnissen. Sein Vater war ganz ein reicher Indigo-Händler, hat an Levi's in Amerika Indigo geliefert, dann für die Jeans. Und der Vater hat sich bekehrt und die Kinder haben sich später auch bekehrt. Und dieser eine war der City Stud, der sich auch bekehrt hat. Der dann später mal dieses Werk weg, diesen weltweiten Einsatz für Christus gegründet hat in Afrika. Aber davor war er noch in China und in Indien und an anderen Orten. Auf jeden Fall, dieser Mann, der hat angefangen, in seiner Arbeit immer Gott zu fragen, was sein Wille ist. Und wenn er das empfangen hat von Gott, dann fing er an, danach zu beten. Also die haben zum Beispiel gefragt, Herr, wie viele Mitarbeiter möchtest du uns schenken? Haben sie zusammen gebetet und dann kam eine Zahl, 10. Oh, danke schön. Bis zu welchem Zeitpunkt? Bis August. Und dann fingen sie an zu beten. Herr, gib diese 10 Mitarbeiter bis August. Du hast es gesagt, du hast uns das... Die kamen auf den Tag genau. Hat die das mit Geld, mit Finanzen, genau das Gleiche. Die hatten kein, die haben nie jemanden um Geld gefragt. Also das war auch so eine Grundsatzsache. Der hatte Millionen, Entschuldigung, der hatte Millionen und hat in China, also beim Hudson Taylor, in der, das ist eine Mission, auch, war ein Missionar, Hudson Taylor, er war bei dem. Da kam dieser Anwalt und hat gesagt, da sind, diese Tausende von Pfund, aber das wären in heutigen Rechnungen, wären das Millionen, die er geerbt hätte. Und er hätte nur unterschreiben müssen. Und hat gesagt, gib mir noch mal Zeit, gib mir noch mal einen Tag Zeit. Hat sich das überlegt, kam zurück zu dem und hat ihm gesagt, ich möchte das Geld nicht. Ich gebe das Geld der Heilsarmee und dem Moody Bible Institute und dem und dem und dem und dem. Aus einem Grund. Wenn ich dieses Geld habe, wo kann ich Gott noch vertrauen? Wo kann ich noch Vertrauen lernen? Wenn ich einfach Geld habe und ich kann in der Mission sein und kann die Arbeit machen und ohne mir Gedanken zu machen, wann... über Geld. Das zeigt unser Glaube und unser Vertrauen. Und er wurde versorgt, nicht immer, wann er dachte, aber immer zur rechten Zeit. Und das ist etwas, was Gott uns auch lernen möchte, dass wir dieses Vertrauen lernen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber, Sehr gut. Genau, das ist das, wie wir dieses Vertrauen lernen können. Nach genau der Wille Gottes zu erfragen. Um das geht es. Und da merke ich, wie oft sind wir einfach so, dass wir unseren eigenen Willen durchdrücken wollen. Wir wollen einfach das, was wir wollen. Oder wir kommen zu Gott und wir überlegen uns nicht so wirklich, was möchtest du, Herr? Sondern wir fangen einfach mal an zu beten. Und sagen, Herr, mach das, mach das, dies, mach das, Herr, und so weiter. Das ist alles vielleicht gut, was wir beten. Das heißt nicht, dass es schlecht ist und dass wir das nicht beten dürfen. Aber wie oft sehen unsere Gebete aus? Herr, hilf mir, dass ich den Zug nicht verpasse. Herr, hilf mir, dass ich diese Arbeitsstelle kriege. Herr, hilf mir, dass ich diese Urlaubstage bekomme. Oder was auch immer. Und nicht, Herr, dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll kommen. Es geht um Dinge, die Ewigkeitswert haben. Natürlich kann es sein, dass es wichtig ist, dass ich den Zug nicht verpasse, weil ich irgendwo hin muss, wo ich jemanden treffen muss, dem ich das Evangelium erklären muss. Ja, das kann sein. Aber dann wird es der Herr auch so führen. Dann wird er mir auch helfen, dass ich dir den Zug nicht verpasse. Aber nur, weil ich den Zug nicht verpassen will oder weil ich diese Stelle unbedingt haben will. Ich kann beten, ja Herr, wenn es dein Wille ist, dann gib mir doch diese Stelle. Wie im Jakobusbrief, im Jakobus lesen wir das. Wir sollen nicht sagen, ich gehe in diese Stadt und werde ein Jahr Handel treiben und Gewinn machen, wo ich doch nicht weiß, was in einem Jahr ist. Ich soll stattdessen sagen, wenn der Herr will und ich lebe, werde ich in diese Stadt gehen, ein Jahr Handel treiben und werde Gewinn machen. Wenn der Herr will, aber nicht, wenn ich das will. Und da müssen wir, glaube ich, alle, jeder Einzelne von uns lernen, in seinem Willen zu beten. Und da können wir fragen, was ist denn der Wille Gottes? Was ist denn der Wille Gottes? Wir haben einen offenbarten Willen Gottes hier. Der ist so sonnenklar. Da können wir beten und können vertrauen, dass das,
Was ist das? Dass das, was er sagt, dass das eintrifft. Was ist denn so ein Wille Gottes? Es ist der Wille Gottes, dass wir seine Gebote halten. Johannes 14, 15. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Oder 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Da spricht Paulus über das Gebet und er sagt, was ist der Wille Gottes? Dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da darf ich mutig und freimütig beten für Menschen. Es heißt dann auch, für die Regierung sollen wir beten. Dass wir ein stilles und ruhiges Leben leben können. Und wir dürfen auch für Freunde beten, die nicht errettet sind. Und wissen, ich bete nach seinem Willen. Ich bete nach seinem Willen. Und da müssen wir auch verstehen, wir haben es gerade beim Essen hatten wir es davon. Von unserer, wie wir geprägt sind als Gesellschaft. Es ging darum, wir bekommen so viele Pakete hier. Also, ja, es kommen einfach etwa dreimal pro Tag kommt irgendjemand und bringt dir, wenn man was bestellt, kann es sein, dass du bestellst drei Dinge und es kommen drei Paketlieferungen. Eine am Mittag, eine am Nachmittag und eine irgendwie noch am Abend. Von Amazon jetzt. Ihr kennt das, oder? Und unsere Einstellung ist die, ich gehe ins Internet, oh, jetzt brauche ich das. Oh, ich muss es morgen haben. Am besten schon heute. Und dann suche ich noch Morgenlieferung, vielleicht heute Lieferung um 22 Uhr, gibt es ja manchmal auch. Und wir erwarten, die Dinge müssen gleich da sein. Und genau diese Einstellung haben wir beim Beten. Ich komme zu Gott, genau, gell, so ist es. Ich komme zu Gott, ich bete, als wäre Gott ein Automat, wo ich irgendwie 2 Euro reinschmeiße und unten kommt eine Flasche Cola raus. Wie oft habe ich mich schon erwischt mit dieser Einstellung? Oh Herr, mach doch jetzt und so. Aber Gott ist nicht so. Ja. Und er verfolgt ein größeres Ziel mit dem Beten, als nur einfach Dinge zu erfüllen, wo wir darum bitten. Nach seinem Willen zu beten. Der Wille Gottes ist auch unsere Heiligung. 1. Thessaloniker 4, 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also wir dürfen dafür beten, Herr, hilf mir, dass ich standhaft bleibe. Hilf mir, dass ich wachsen kann im Glauben. Hilf mir, dass ich deine Gebote gehorche, dass ich das tue, was du möchtest. Dass ich wachsen kann in der Heiligung. Das ist Gottes Wille und ich darf wissen, dass Gott das tut in meinem Leben. Herr, mach mich zu einem Mann des Gebets. Mach mich zu einer Person, die voller Barmherzigkeit und Mitleid ist. Da darf ich wissen, das ist der Wunsch Gottes. Er möchte mein Herz verändern. Er möchte mich Christus ähnlich machen. Da darf ich voller Mut beten. Oder seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Dankbar zu sein. Ich darf danken. Und da darf ich wissen, das ist der Wille Gottes. Es ist nicht der Wille Gottes, und das ist auch etwas, es ist nicht der Wille Gottes, dass ich glücklich und zufrieden, Klammer auf, im weltlichen Sinn, Klammer zu bin. Glücklich in seinem Sinne. Aber es ist nicht der Wille Gottes, dass ich glücklich und zufrieden bin. Schlag mir einmal auf 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4. Vers, vielleicht kann das gleich jemand lesen, Vers 1 bis 3, laut, jemand, der eine laute Stimme hat. Ab 4? Ja, also ab 1, Vers 1 bis 3. Okay. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die im Fleisch, in Klammern, noch übrige Zeit nicht mehr mit den Begierden der Menschen, sondern mit dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit, ja. Und sie lässt die, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten.
Ja. Einfach 1 bis 3, was, aber es ist okay. Wir sehen hier ganz klar, was nicht der Wille Gottes ist. Dieses Aufgelage, der Begierde zu leben, Belustigung, frevelhaften Götzendienst und so weiter, alles, was hier aufgelistet ist. Aber es zeigt uns auch, Petrus zeigt uns auch, dass wir nach dem Willen Gottes leben sollen, wie wir nach dem Willen Gottes beten sollen. Und wir sehen, dass der Wille Gottes nicht ist, dass ich einfach glücklich und zufrieden bin, sondern der Wille Gottes ist, dass ich mich wappne mit dieser Bereitschaft zu leiden. Weil wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind hier nicht zu Hause. Und wenn Jesus gelitten hat, wenn Jesus verhasst war, müssen auch wir das erleben. Wenn wir in seinen Fußstapfen, ihm nachfolgen, da kommen wir nicht drum rum. Und ich habe nicht, muss ehrlich sagen, ich habe nicht viele Predigten gehört über dieses Thema. Also vor allem hier in westlichen Kreisen. Zu leiden, weil wir nicht wissen, wie das ist. Wir kennen das nicht. Keiner von uns kann wirklich sagen, ich habe richtig gelitten für Jesus. Wir möchten heute auch noch Zeit nehmen, dann vielleicht am Abend, wo wir auch beten für verfolgte Christen, die wirklich wissen, was es heißt, zu leiden für Jesus und die dies mit Freude ertragen, aber auch angewiesen sind, dass wir für sie beten, dass wir für sie einstehen, dass wir mit ihnen leiden. Die Bibel sagt, als wären wir an ihrer Stelle. Dass wir uns mit ihnen eins machen, das sind unsere Geschwister. Und ich glaube auch, wir gehen auf eine Zeit zu, wo das Leiden hier auch wieder aktuell wird. Wenn wir klar und kompromisslos in Gottes Willen leben wollen, werden wir Verfolgung erleiden, weil jeder, das sagt die Bibel, jeder, der gottesfürchtig leben will, wird Verfolgung erleiden. Jeder. Wenn wir keine Verfolgung haben in unserem Leben, jetzt auch im kleineren Sinne, ich rede auch von Familie oder Verwandten und so weiter, oder auch so, dann muss ich mich fragen, wie bin ich unterwegs mit Jesus? Nicht, weil ich das suchen muss. Ich muss nicht das Märtyrium suchen oder ich muss nicht diese Ablehnung suchen. Aber ich glaube, und davon bin ich hundertprozentig überzeugt, wenn wir die Wahrheit klar predigen und reden, dann werden wir aber sowas von Anfeindung erleben. Und heute mit all diesen Dingen, die laufen, geht das ziemlich schnell. Beispiel Olaf Latzel hier in Bremen. Ein kleiner Satz und er wird gleich wegen Volksverhetzung vor Gericht geführt. Also, ja. Und die Kirchen stehen noch dahinter und sagen, ja, weg mit diesem. Geh noch auf die Straße, um gegen ihn zu demonstrieren. Aus den eigenen Reihen sozusagen. Wie bei Jesus, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Da wird der religiöse Geist wird sich da auch wehren. Und ich glaube auch, darüber haben wir auch an diesem Seminar im Kickstart gesprochen, die Verfolgung kommt oft aus den eigenen Reihen. Oder fängt da an. Das ist nicht unbedingt jetzt die gleich von der Welt, sondern oft die Leute, die dann in der Gemeinde sind oder die Geschwister und sagen, hey, kannst du das nicht machen und so, du kannst doch so nicht sein, das ist doch lieblos. Aber ich glaube wirklich, wir müssen Gottes Wort ernst nehmen und wir müssen auch lernen zu beten, ihn zu suchen, dass wir in diesen Zeiten standhaft sein können. Dass wir nicht wegrücken von der Wahrheit. Dass wir die Wahrheit nicht verdrehen, dass wir nicht Kompromisse machen. Wie können wir denn nach dem Willen Gottes beten? Eigentlich ist es sehr, sehr einfach, nach dem Willen Gottes zu beten. Ich mache das ab und zu, einfach so, wenn ich am Lesen bin. Und das könnt ihr ganz einfach machen, wenn ihr irgendwo eine Stelle lest, mal irgendwas aufschlagen. Römer 15 heißt es zum Beispiel im Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden, Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das kann ich in ein Gebet umwandeln. Ich kann sagen, Herr, du Gott der Hoffnung, erfülle mich mit Freude, erfülle mich mit Frieden im Glauben, überströme mich mit deinem Heiligen Geist.
Und schon habe ich nach dem Willen Gottes gebetet. Und das können wir mit ganz vielen Dingen machen. Auch hier, Vers 17 zum Beispiel. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Herr, hilf mir, dass ich nach dem strebe, was nach Frieden dient. Herr, hilf mir, dass ich mit meinem Bruder Frieden halten kann. Herr, fülle mich mit deinem Geist, dass ich diese Dinge erkenne und so weiter. Wir können das einfach in ein Gebet umwandeln. Und dann beten wir nach dem Willen Gottes und die Psalmen eignen sich dazu super. Einfach einen Psalm nehmen. Auch wenn wir mal nicht wissen, was beten. Schlag einen Psalm auf. Fang an, diesen Psalm zu beten. Nimm einen Satz raus. Sag den Gott und fang an, mach es zu deinem Gebet. Und so beten wir schon mal ganz einfach nach dem Willen Gottes. Und die Dinge, die dann spezifisch sind, wo wir Richtungsweisung und wo wir Führung brauchen, das dürfen wir Gott dann auch bringen. Und er hilft uns auch. Er wird uns auch Weisheit geben. Er wird uns auch zu uns sprechen. Jakobusbrief heißt, wenn man Weisheit mangelt, der bitte Gott. Darin haben wir jetzt nicht natürlich keine klaren Anweisungen. Und wenn ich ihn frage, Herr, soll ich diese Stelle annehmen oder soll ich diese Arbeitsstelle oder was auch immer tun, können wir da nicht genau wissen und sagen, okay, da weiß ich jetzt 100%, das ist der Wille Gottes. Oft wissen wir das nicht so genau. Aber wir dürfen Gott dann bitten, Herr, gib mir Weisheit, dass ich nach deinem Willen handle. Du siehst, ich könnte diese Stelle haben oder diese Stelle. Herr, schenk mir einfach wirklich deinen Frieden, dass ich weiß, in welche Richtung ich gehen soll. Und dann gehen wir. Das ist auch wichtig. Nicht einfach nur beten und denken, wenn nicht ein Blitz vom Himmel kommt und Gott sagt, diese Stelle, dass ich dann nichts tue. Weil wir müssen etwas verstehen. Gott ist ein guter Vater. Er liebt uns. Er möchte nicht, dass wir irgendwo reinlaufen, wenn wir mit diesem Herzen beten, wenn wir sagen, dein Wille, Herr, dein Reich soll kommen, dann wird Gott uns auch führen, dann müssen wir uns auch nicht fürchten. Wissen wir, dann können wir mutig Entscheidungen treffen. Ich glaube, es gibt keine falschen Entscheidungen, wenn wir im Willen Gottes sind, wenn wir in diesem Bereich des Wortes Gottes uns bewegen, da wo wenn wir in seiner Wahrheit wandeln. Weil wenn wir in seiner Wahrheit wandeln, dann wird Gott uns nicht einen Stein geben, wenn wir um Brot bitten. Und dann dürfen wir mutig auch Schritte gehen, wenn ich sage, Herr, soll ich dieses Geschäft eröffnen, soll ich es nicht eröffnen? Herr, du weißt es, ich will deinen Wille tun, ich will nicht meinen Wille tun. Ja, und dann versuchen wir es. Dann starten wir, gehen in diese Richtung. Wenn Gott nämlich nicht will, dass ich das tue, dann wird er mir das auch klar zeigen. Er kennt ja mein Herz. Und ich handle ja dann nicht aus egoistischen Gründen und sage, ja, es ist mir egal, was du sagst. Nein, ich sage, ja, Herr, ich will ja von dir wissen. Dann lasst uns mutig Entscheidungen treffen und vorwärts gehen in diesen Dingen. Du musst nicht Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Wir sind so ein bisschen, ich weiß nicht, aus was das kommt, aber ich merke das oft, dass wir haben oft diese Frage, ja, was ist meine Berufung oder was möchte dann Gott, dass ich tue? Aber eigentlich ist es viel, viel einfacher. Die Dinge, die wir, wenn wir mit Jesus leben, das ist immer die Grundlage ist die, dass wir mit ihm unterwegs sind. Dass ich nicht für meine Wünsche lebe. Das müssen wir hier einfach mal hinstellen. Das ist die Grundlage. Aber dann darf ich beten und sagen, Herr, ich würde gerne dies machen oder ich würde gerne das machen. Ich weiß nicht, was richtig ist. Aber ich will dein Wille tun. Hilf mir dabei, Entscheidungen zu treffen. Und dann treffe ich eine Entscheidung, gehe in diese Richtung und dann merke ich dann schon, betend gehe ich in diese Richtung. Dann merke ich schon, stopp. Das ist die falsche. So wie bei Paulus. Er hat gesagt, er wollte in den Norden. Wo wollte er hin? In den Norden. Und dann kam dieser Traum. Mazedonien. Komm zu uns herüber. Aber er hat sich eigentlich vorgenommen, an einen anderen Ort zu gehen. Und wir sehen das sehr proaktiv in der Apostelgeschichte. Achtet mal darauf. Ich glaube, Paulus war sehr proaktiv unterwegs. Warum ist er als erstes nach Zypern gegangen? Ich glaube, er war zu Kreta. Kreta, Zypern. Zypern. Nein, Zypern war es. Jetzt muss ich mal ein Blödsinn erzählen. Da. Aber ich glaube, es war Zypern. Ist ja auch nicht so wichtig. Zypern oder Kreta. Es steht nämlich nicht da, warum er da hingegangen ist. Aber ich nehme an, Barnabas, der mit ihm ging, das war sein Heimatort. Ich nehme an, das war einfach das nächstgelegene. Hey, lass uns da zu dir gehen.
Lass uns da mal anfangen. Proaktiv. Ich habe einen Eindruck, hey komm, lass uns da hingehen. Und wenn Gott das nicht möchte, weil das ist ja so in seinem Willen, dass die Menschen das Evangelium hören. Also ich kann auch nichts falsch machen, wenn ich nach Afrika gehe, um das Evangelium denen zu erzählen. Da kann ich gar nichts falsch machen. Wenn Gott das nämlich nicht will, dann wird er mir das auch zeigen. Und da merke ich, da bin ich auch oft gehemmt. Aber wir dürfen mutig Schritte gehen. Wir dürfen mutig Schritte gehen. Er ist ein guter Vater. Er kennt unser Herz. Und wenn wir wirklich so beten und ihn auch immer einbeziehen und sagen, Herr, ich möchte, dass du mir zeigst, was richtig ist, dann wird er uns auch führen und wird uns auch helfen, dass wir die richtigen Schritte gehen. Amen. Wir dürfen wissen, Gott ist ein Vater, der unsere Gebete erhört, wenn wir in seinem Willen beten. Und wenn wir uns nach seinem Reich oder wenn uns sehnen danach, dass sein Reich durchbricht, dann dürfen wir wissen, wir können mutig beten. Ja. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns einfach auch zeigst in deinem Wort, wie wir beten sollen. Und oft wissen wir nicht, wie beten. Und Herr, lehre uns beten. Du zeigst uns, dass wir nach deinem Willen beten sollen. Du zeigst uns auch, dass wir, ja, dein Reich, dass das Wichtige ist, dass dein Reich durchbricht. Dass dein Wille geschieht im Himmel wie auf Erden und auch in unserem Leben. Herr, und hilf mir und hilf jedem Einzelnen von uns, dass wir das zu einer Praxis machen können. In allen unseren Gebeten, dass wir fragen, Herr, was ist dein Wille? Was möchtest du? Und dass wir nicht einfach gleich darauf losplappern, sondern dass wir dich suchen, deinen Willen suchen. Auch heute. Ich bitte dich für diesen Nachmittag und diesen Abend, dass du sprichst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir deine Stimme hören. Amen.